Hallo und herzlich willkommen YouTube. Ich bin's Aubertin. Willkommen zurück zum Meta-Montag. Heute gibt's wieder ein Meta-Deck-Profile. Und da mir nicht mehr so viele Decks übrig geblieben sind, habe ich mich für heute entschieden, euch einmal das Dino-Scrap-Deck zu zeigen. Für alle, die das Deck nicht kennen, es ist eine Go-First-Dino-Variante, die im Meta so ein bisschen für Aufruhr gesorgt hat. Jetzt nicht, dass es der beste Bild ist, aber es ist zumindest mal was Neues. Und ich dachte mir, ich zeige euch mal, wie das Deck funktioniert. Bevor wir ins Deck-Profile reingehen, für mal dem Channel hier ein Abo und ein Like da lassen für die nächsten Videos, denn wir haben jede Woche Meta gibt es ein neues Sacrifice zum Meta. Falls ihr das Deck selber spielen wollt, unten in der Videobeschreibung ist der Link, damit ihr das Deck selber auswählen könnt. Jetzt geht's ins Sacrifice. Wir fangen an mit 3x Oviraptor, logischerweise eure Charterkarte, die sucht oder sendet zum Friedhof und die kann Karten auf dem Feld schießen, um was Spezial zu beschwören. Ultra gute Karte. Denke ich, brauche ich nicht viel zu verlieren, ist einfach sehr, sehr solide. 3x Miscellaneosaurus, der verschiedene Saurier, ist euer Combo-Starter, Enabler und die Karte muss auf jeden Fall resolven, damit eure Dinos unberührt sind von Karteneffekten und wir die Dino aus dem Deck specialen können. Auf jeden Fall essentiell wichtig. Dann haben wir noch einmal den Giant Rex, der ist essentiell wichtig, damit wir den halt als extra Level 4 mal zu beschwören können, um gegebenenfalls für unsere Combos gehen zu können oder das Rang 4 rausbekommen. Oder dass wir beim Endpoint noch eingehen werden. Dann haben wir unsere drei Bossmonster, nämlich einmal Pankotrops, zweimal UTC. Denke ich, wollte ich nicht erklären. Pankotrops könnt ihr relativ easy specialen. Oder ihr zieht ihn halt Hardraw oder ihr sucht ihn halt Oviraptor. Und den UTC könnt ihr über die Pille specialen oder halt selber specialen, wenn ihr ihn halt geaddet habt mit Oviraptor. Also auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Karte. Dann kommen wir jetzt zu den Babys. Da spielen wir dreimal Baby Cerasaurus, einmal Pediteranodon und einmal den Akkosaurier. Diese Rare hat einen ganz einfachen Grund. Wir möchten den Akkosaurier nicht ziehen, der soll im Deck bleiben, damit wir beschwören können. Wir spielen nämlich in dem Deck relativ viele Bricks und wir wollen nicht noch ein Brick mehr im Deck haben, deshalb spielen wir davon auf jeden Fall nur einen. Die drei Babys machen in dem Fall Sinn, weil wir mit dem Scrap Raptor mehr Karten schießen können, deswegen brauchen wir ein Baby mehr, damit das auch funktioniert. Und der Petit ist nur dafür da, als weiterer Extender gegebenenfalls auch mal einen Pankotrops aus dem Deck specialen zu können. Dafür ist er halt da. Machen wir weiter mit der Scrap Engine. Da spielen wir zweimal Scrap Raptor und einmal die Scrap Chimera. Haben beide verschiedene Nutzen. Der Scrap Raptor ist halt ein Dino, den wir easy suchen können oder specialen können, der sich selber schießen kann, der uns eine extra Normal Summon für ein Scrap Monster gibt, der logischerweise auf Zerstörung auch ein Scrap Monster adden kann. Damit kommen wir jetzt zu der Chimera. Die können wir normal beschwören, um halt ein Scrap Monster vom Friedhof Spezial zu beschwören. Wir holen halt mit dem Scrap Raptor die Chimera. Mit Chimera holen wir den Raptor zurück und gehen dann für Scrap Wyvern. Damit können wir halt den Scrap Golem, den wir jetzt hier sehen, aus dem Deck Spezial beschwören. Um dann für Curious zu gehen und haben dann nochmal einen Scrap Raptor, der ein Dino Monster Level 4 ist. Also auf jeden Fall sehr, sehr solide. Dann haben wir als letztes Monster, was jetzt kein Handtrap ist. Einmal Artefakt Sense, weil wir Deck Dime Deck spielen, deswegen spielen wir die auch im Main Deck. Sie ist halt ein Brick, aber sie ist halt ein Auto-Win gegen manche Decks. Deswegen spielen wir sie halt im Main Deck. Und die einzige Handtrap, die uns im Deck bleibt, ist Psyframe Gear Gamma. Mit dem Driver logischerweise. Den brauchen wir halt, weil wir möchten, dass der Miscellaneosaurus auf jeden Fall resolved. Dafür ist er nur hier. Kommen wir zu den Zauberkarten. Wir spielen zweimal die Double Evolution Pill, weil wir immer für den Akkosaurier noch einen Target im Deck haben wollen, dass wir auf jeden Fall resolven können. Oder wir einen davon Hardrawn, um wir dann halt ohne einen Draw reinzurennen, auf jeden Fall den Charakter specialen können, weil das ist definitiv unser bestes Monster. Dann spielen wir, nicht überraschend, dreimal Fossilic. Der sucht uns halt den Dino oder Oviraptor oder Misk, quasi jedes Dino-Monster, außer den Pankotrops und den UTC. Wir machen weiter mit einmal Call by the Grave, eine unglaublich gute Karte und auch da wieder. Wir möchten, dass Miscellaneosaurus resolved, deshalb spielen wir auf jeden Fall einmal Cold Ball, damit das auch so gut wie möglich funktioniert. Dann haben wir noch unsere Field Spells. Dreimal Lost World, unglaublich gute Karte. Die Karte lässt uns um verschiedene Sachen rumherum spielen und schwächt die gegnerischen Monster und kann uns halt ein Baby auf den Friedhof schicken, was halt insanely powerful ist. Dann spielen wir noch einmal Mystic Mine und einmal Terraforming, weil Mystic Mine gegen manche Decks ein Auto-Win ist, deswegen macht es halt keinen Sinn, die Karte nicht zu spielen, auch wenn sie Go First eigentlich nicht so gut ist. Aber trotzdem ist es ja ganz nett zu haben und wir jetzt die und das Terraforming halt, um halt Lost World zu bekommen oder halt die Mine, falls das nötig sein sollte. Dann haben wir noch dreimal Port of Prosperity. Die Karte ist für die Konstanz da und oh boy, die Karte ist insane. Der halben Damage machen ist jetzt nicht ganz so dramatisch, kann mal vorkommen, aber das ist für uns, wenn wir First gehen, halt komplett irrelevant. Die letzten beiden Karten im Main Deck sind einmal Monster Reborn, weil die mir auch gefallen ist in fast jedem Deck spiele. Einfach eine sehr solide Karte ist, um für ein Follow-Up zu kommen. Oder halt Extender zu dienen, falls nötig. Und die letzte Karte ist Imperial Order. Die Karte hat tatsächlich einen decken Sinn, denn wir machen die Combo mit Griffin, um die Karte aufs Feld zu setzen, um den Gegner halt damit auf jeden Fall aufzuhalten. Kommen wir jetzt zum Extra Deck. Jetzt wird's ziemlich, ziemlich interessant. Fangen an mit den Links. Wir machen einmal Linkoribo, Secure Gardener und Lambda.
Die erklären sich, denke ich, von selbst. Linkorrhiva und Secure Gardener brauchen wir für die Pille. Falls wir nicht anders an die Pille rankommen können, falls wir die Strap-Kombo nicht bekommen, ist das halt die Option, die wir halt gehen müssen. Und Lambda ist halt für Gamma, falls wir wirklich halt ein Setup machen möchten, in dem wir halt noch ein Gamma bekommen können, dass wir den aktivieren können. Die nächsten drei Links sind Scrap Wyvern, Artifact Detector und Nightmare Unicorn. Wyvern, denke ich, brauche ich nicht erklären, die ist für die Scrap-Kombo da, die Special von Grave zerstört, Special aus dem Deck zerstört noch eine Karte, ist also insane. Dacta setzt Sensor aus dem Deck, was auch Taschenautowin sein kann, und Unicorn ist eine Utility, um halt Sachen vom Gegner wegzumischen. Die nächsten Link-Karten sind einmal Lightsworn Curious, Cisco Talker und Nightmare Griffin. Curious und Griffin sind für die einfache Kombo da, um Imperial Order zu setzen, damit wir halt den Gegner halt damit komplett aufhalten können. Und der Access Code Gorka ist halt für Game, falls es mit UTC nicht reicht. Oder wir Monster entfernen müssen, die uns ein bisschen nerven, dafür ist sie halt da. Dann kommen wir jetzt zu den XC-Monstern. Da spielen wir Lagia und Dolka, die beiden Dino-XCs, die unglaublich stark sind. Wir könnten auch mehr Dolka spielen, aber ich habe mich entschieden, hier nur einen zu spielen. Das ist eigentlich relativ fein. Die anderen beiden sind Tornado-Drache und halt Abyss-Dweller. Je nach Game und Matchup können die halt super relevant werden. Und die letzten beiden Karten im Deck sind zwei Synchro-Karten. Einmal der Warlord Savage Dragon und einmal Omega. Beide Karten, die wir halt machen können mit Gamma oder halt mit dem Scrap Raptor, weil der ist halt ein Tuner-Monster, ist das auf jeden Fall ziemlich gut. Das war's zum Main- und Extra-Deck. Kommen wir jetzt zum Endboard. Das Endboard ist ein bisschen davon abhängig, wie ihr die Kombo spielt, aber grundsätzlich wäre das das bestmögliche Endboard, auf das ihr enden könnt. Ihr habt in der Extra-Monster-Zone einmal Linkorrhiva. Unter Linkorrhiva habt ihr einmal Nightmare Griffin. Daneben habt ihr einmal UTC liegen in Death. Und daneben habt ihr einmal entweder Dweller oder halt Dolka. Ich würde immer primär mit Dolka anfangen, weil das halt, wenn ihr nicht weiß, was ihr spielt, eher das bessere Play ist. Und dann habt ihr Set einmal Imperial Order. Das ist, worauf das Deck endet. Das kann natürlich auch noch viel, viel mehr Sachen machen. Und da ist auch die Artifact Engine gar nicht mit dabei. Aber auf dem Weg dahin könnt ihr auch da ein paar Plays machen. Dann würde ich sagen, das war's schon mit dem Deck. Sagt mir mal in den Kommentaren da, was für ein Deck ihr nächste Woche sehen wollt, hier im Meta Montag. Ich guck's mir gerne mal an. Dann war's für heute Video. Bis dann, haut rein. Ciao, Leute. Let's go!